Landau in der Pfalz. Die Polizisten Jung und Schneider führen Verkehrskontrollen an einer vielbefahrenen Straße durch. Wir kontrollieren heute schwerpunktmäßig, ob Fahrzeugführer Handys nutzen, elektronische Geräte während der Fahrt, also Zielrichtung Ablenkung. Verstöße erkennen, ahnden, die Person darauf hinweisen, um eben die Gefahr in Zukunft zu minimieren. Kollegen in Zivil haben sich etwa 500 Meter entfernt auf einer Brücke positioniert und beobachten den Verkehr. Sehen Sie einen Verstoß, melden Sie diesen per Funk. Morgen, eine Verkehrskontrolle. Ihren Führerschein, Fahrzeugschein bitte. Die damengraue VW mit SUV-Kennzeichen, die ist direkt hier bei uns vorbeigefahren, hatte ein Handy in der rechten Hand am rechten Ohr und hat telefoniert. Deutlich sichtbar für beide hier. Okay, Fahrzeugschein noch. Dankeschön. Wer ist ein Halter von dem Fahrzeug? Halter? Halter, steht für mein Mann oder ich? Mann. Ja. Sie sind die Frau. Frau. Ja. Frau, wir führen heute Verkehrskontrollen durch mit Schwerpunkt Ablenkung im Straßenverkehr. Ja. Jetzt ist es so, wir haben da oben zwei Zivilkräfte stehen, ja, die gesehen haben, dass Sie mit dem Handy telefoniert hätten während der Fahrt. Ja. Ich muss Sie hier als Betroffener belehren in Ordnungswidrigkeitenverfahren. Sie müssen zu der Sache an sich nichts sagen, uns gegenüber der Polizei. Dürfen sich natürlich gerne äußern, wenn Sie das möchten. Ja. Und Sie dürfen auch einen Rechtsanwalt hinzuziehen. Ja. So, jetzt ist so, wie sollen wir es machen? Möchten Sie sich dazu äußern? Nee, Moment nicht. Nee. dürfte ich mal ganz kurz das sehen, ob Ihr Handy in Reichweite liegt? Oder? Die Person in der Mitte. Okay. Können Sie mir das Handy mal zeigen? Kann aber sein, dass der ein Hüftgurt Handy anhat. Da müsste man reingucken. Ja, alles klar. Okay, gut. Alles klar. Frau, wir würden was ausfüllen, einen Datenerfassungsbeleg, einen sogenannten Datenerfassungsbeleg, ja, der geht dann zur Bußgeldstelle. Von der, Bußgeldstelle werden Sie nochmal angehört. Die schickt dann Ihnen was zu und da haben Sie dann, ja, wie gesagt, die Möglichkeit, weil Sie ja sagen, oder Sie geben den Verstoß nicht zu, haben Sie die Möglichkeit, sich nochmal dazu zu äußern. Ja. Das wird einen kleinen Moment dauern. Haben Sie zufällig noch einen Personalausweis dabei? Ja. Vielen Dank. Ich fülle Ihnen was aus. Können Sie sich gerade noch mal hinsetzen? Einen kleinen Moment, dann sind wir wieder da. Wir füllen jetzt einen Datenerfassungsbeleg aus, der zur Bußgeldstelle geschickt wird. Und dieser wird dann quasi zu ihr geschickt, ein Bescheid, wo sie sich noch mal dazu äußern kann, weil sie gibt den Verstoß nicht zu. Das heißt, sie kann dann sagen, nein, sie hat nicht telefoniert, die Kollegen haben was Falsches gesehen. Also sie hat das Handy auch hinten auf der Rückbank, aber im Korb zugänglich. Also so, dass man es dann doch recht schnell hinten reinwerfen kann. Wir haben zwei Kollegen an der Straße postiert. Die können das beide bezeugen, dass das Telefon in der rechten Hand gehalten wurde, ans rechte Ohr. Und entsprechend offensichtlich von der Mundbewegung eben telefoniert worden ist. Das ist das, was die Kollegen bezeugen, was eben der Aussage dann entgegensteht. So, ich gebe Ihnen einem erstmal Ihre Papiere zurück. Ja. So, dies ist dieser sogenannte Datenerfassungsbeleg. Ich erkläre es Ihnen ganz kurz. Hier steht einmal, dass es in der Gweichheimer Brücke war, Fahrtrichtung A65. Ja. Ihr Kennzeichen, dann, dass Sie als Führer des Kraftfahrzeugs ein elektronisches Gerät benutzt haben zur Kommunikation. Ihre Daten sind da unten, vom Führerschein die Daten. So, hier nochmal die Belehrung als Betroffener, dass Sie zu der Sache an sich hier vor Ort nichts sagen müssen. Ja. Gerne auch einen Rechtsanwalt hinzuziehen können. Ja, alles klar. Okay. Gut. Sonst noch Fragen? Nein. Alles klar. Dann wünsche ich mir trotzdem noch einen schönen Tag und eine schöne Weiterfahrt. Dankeschön. Gut. Bis Sie auch. Dankeschön. Viel Spaß. Danke. Tschüss. Also man hat gemerkt, dass sie sich einfach ein bisschen unsicher ist. Sie möchte jetzt nicht sagen, sie hat das Handy geführt oder sie hat es nicht geführt. Dann möchte sie einfach gar nichts dazu sagen. Ist ja auch ihr gutes Recht. Und meistens wollen die sich dann einfach nochmal absichern mit dem Rechtsanwalt. Die Bußgeldstelle verhängt für die Handynutzung am Steuer eine Strafe von 100 Euro und einen Punkt in Flensburg. Guten Morgen. Eine Verkehrskontrolle. Ich bräuchte bitte Ihren Führerschein und einen Fahrzeugschein. Wir führen die Tage schwerpunktmäßig Kontrolle für Handynutzung am Steuer durch.
Wir haben zwei Kollegen da vorne stehen, die haben festgestellt, dass sie sich das Mobiltelefon vor das Gesicht gehalten haben, zumindest mit der Hand und bedient haben. Das werfen wir Ihnen vor. Das ist Ordnungswidrigkeit, kostet 100 Euro und einen Punkt. Sie müssen sich nicht dazu äußern bei uns. Okay? Also Sie können es auch bestreiten, Sie können auch gar keine Angabe machen. Wollen Sie irgendwas dazu sagen, was ich Ihnen vorgewerfe? Haben Sie irgendwelche Fragen dazu jetzt schon? Okay. Haben Sie noch einen Personalausweis da? Okay. Alles klar, folgendes. Diesen Verstoß, den müssen wir zur Bußgeldstelle schicken. Ich fülle jetzt was aus, was in Ihr Personal hier drin und was wir Ihnen vorwerfen, wo wir hier sind, welche Uhrzeit. Dann erkläre ich Ihnen nochmal, was da drauf steht. Und Sie dürfen die Entscheidung treffen, ob Sie sich dazu äußern wollen, ob Sie den Verkehrsverstoß zugeben oder nicht. Okay? Sie wollen sich gar nicht äußern. Okay, dann machen wir das gleich. Ich zeige es Ihnen nochmal und dann dürfte man auch fertig sein. Okay? Bis gleich. Teilweise werden durch die Lkw-Fahrer eben auch so Geräte, die sie fürs Ausliefern rauchen, benutzt, wo irgendwelche Adresse hinterlegt sind oder die Pakete teilweise gescannt werden. Das sind aber eben alles auch Geräte, auch wenn es kein Handy ist, die den Verstoß erfüllen und eine Ablenkung darstellen. Hier wird jetzt ein Handy vorgeworfen, wenn es aber jetzt irgendein anderes technisches Gerät gewesen wäre, ein Navigationsgerät oder irgendwas zum Ablesen von Pakete, dann wäre es genau der gleiche Fall gewesen. Ja. 2019 kam es wegen Handy am Steuer in Deutschland zu mehr als 100.000 Verkehrsunfällen. Ich hatte eine Person, er ist Schreibklar. Ja. Das ist der Herr. Herr. Hatten Sie schon mal etwas mit der Polizei zu tun? Nur Drogen, früher mal. Drogen, früher mal, ja, das haben wir auch abgefragt. Jetzt ist die Sache. Wann war der letzte Joint? Ich weiß es nicht mehr genau, 2003 oder so, glaube ich. Okay, also dieses Jahr jetzt nicht mehr oder jetzt vor letzten paar Monaten? Schon lange nicht mehr. Okay, sind Sie mit ein paar freiwilligen Tests einverstanden? Ja. Gut. So, dann schauen Sie mich gerade mal an. Machen Sie die Augen zu und öffnen Sie die Augen. Okay, machen Sie mal den Kopf bitte in den Nacken und die Augen schließen. Okay, dann spreizen Sie einmal gerade bitte die Hände nach vorne, die Arme ausstrecken und spreizen. Richtig spreizen. Genau. Okay, so, dann schauen Sie mal bitte diesem Stift nach. Nur diesem Stift nachgehen mit den Augen. Der Kopf bleibt. Das sind einfach Tests zur Fahrtüchtigkeit. Speziell im Bereich Drogen. Da werden hauptsächlich Augenmerk auf die Pupillen gelegt und auf die Reaktion des Probanden. Inwiefern seine Pupillen sich verändern. Mit Lichteinfall, ohne Lichteinfall. Haben Sie irgendwie ein bisschen was anderes genommen?